Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen HTS Modpack vorstellen. Den habe ich gefunden auf Motto und es geht natürlich dann auch gleich los. So, also mein Shop ankommen, sehen wir hier unseren HTS 80.45, kostet hier 8.500 Euro und hier hat auch eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und 8.000 Liter Füllvolumen, 30 Euro Unterhalt und hiermit kannst du Flüssigkeiten transportieren. Hier ist das war nur das Wasser abgebildet. Ja, was kann man hier machen? Wir können hier die Felgenfarbe ändern. Beispiel schönes Weiß oder in Gelb. Ich nehme mal in Gelb. Dann haben wir hier, also von den Rahmen hier, die Farbe. Ja, wir nehmen hier für diesen, weil das ist ja ein Wasserhänger, finde ich mal, passt ganz gut dazu. Dann nehmen wir das Blau. Da kaufen wir uns das gute Stück. So. Dann haben wir noch als nächstes ein Güllefass dabei. Das ist hier der HTS 100.27, kostet 9.000 Euro, 10.000 Liter Füllvolumen. Hier kannst du Gülle und Gärreste transportieren und hat hier eine Arbeitsbreite von 10 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und benötigt eine Leistung von 85 PS, entsprechend 63 kW. Und wie du ja siehst, kannst du dieses Modell hier genauso gut hier anpassen mit den Farben. Zum Beispiel hier braunes Fahrgestell, dann hellgrünes oder blaues. Also ich tantiere eigentlich hier für das Braune, weil das wird eh schmutzig. Dann hier Felgenfarbe, könnte man jetzt Beispiel weiß nehmen, aber ich finde, passt nicht so. Ich nehme lieber Gelb dazu. Und dann kaufen wir das gute Stück. So, da haben wir jetzt hier die beiden. Jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, vergessen. Nochmal zurück. Bei den Wasserfass haben wir ja hier. Nein. Ist gar keine, also Leistungsaufnahme gar nicht da. Ich habe gedacht, ich hätte das vergessen. Aber komischerweise ist eine Arbeitsgeschwindigkeit da, was eigentlich ja nicht notwendig eigentlich ist. So, jetzt haben wir hier unseren MTZ. Habe ich mein Lenkrad vergessen einzuschalten. So, dann fahren wir mal so vor. Fahren wir retour. Dann sehen wir jetzt gleich hier. Hängen wir uns an. Also sehen wir ja hier, die Kupplung passt. Schauen wir, ob wir hier weiter zurückspulen können. Bremslicht geht. Blinker. Normal Licht. So. Da haben wir jetzt hier hinten, glaube ich, sogar eine Füllstandanzeige. Bin ich auch ganz gespannt. Die Schläuche gehen auch überall hin, wie sie sollen. Funktionieren also. Wir fahren jetzt einmal uns auch Wasser zu holen. Bin ich mal ganz ges echt gespannt drauf. Oh. Da fahren wir ja rückwärts zu unserem See runter. Da kostet uns das Wasser nichts, außer die Kraft von unserem Schlepper. So. Mal schauen, ob die KI einen nicht über den Haufen fährt. Ups, ja. Das wär's schon noch überleben. Ja. Immer diese Arbeiter, die haben immer so einen Stress. So, wir schieben jetzt den Arsch da runter. Werden nochmal auf ein Stückchen vorziehen. Gut, dass es kein Drehschemel ist. Manchmal geht es auf Anhieb, manchmal da fuckt's ein. Oh, da füllen wir mal gleich hier das gute Stück. Da steht eh schon
Das sind 8000 Liter reingehen. Jetzt ich gerade Wasser lade. Gut, dass ich oben schon bei die Kuhweide habe. So, dann fahren wir mal rauf. Ja, er hat schon zu kämpfen. Mal irgendwie sehe ich, dass hier hinten nicht wie voll er geladen hat. Oder habe ich hier gar nicht. Oh, habe ich gar nicht da, sehe ich jetzt gerade. Gar keine Kuhweide noch da. Mei. Wie kann ich nur ohne Kuhweide? Farmhaus, Tierhaltung. Ja, dann nehmen wir mal die Kuhweide. Mal schauen, dass wir die uns hier hin platzieren. Mal schauen, dass wir die gleich rotieren. So, stimmen wir mal so ran. So her. So, jetzt haben wir uns die Kuhweide hergestellt. Ich war wirklich der Meinung, dass ich die Kuhweide schon hätte. Aber egal. So, hier vorne, wenn ich mich richtig erinnere, kommt hier das Wasser hin. So. Nein. Doch nicht da, oder? Normalerweise schon, kommt da das Wasser hin. Ein bisschen geht immer mal immer rein. Keine freie Kapazität. Uch, ey. So, dann werden wir uns ein paar Tiere holen. Ja, wo haben wir das nochmal? Ja, bei Tiermenü muss ich aussteigen. Sowas aber. Dann sieht man das mal, dass ich nicht oft eigentlich spiele. Dann nehmen wir uns ein paar Kühe. Bestätige. So, jetzt haben wir die Kühe gekauft. So, jetzt da. Laden wir ab. Sehen wir jetzt da. Da geht schon jetzt was weg. Die Kühe freuen sich. Wir hüpfen derweil in unseren anderen rein. Starten den. Holen uns jetzt Gülle oder Gärreste. So, fahren wir mal retour. Hängen es mal an. Hoffentlich, dass wir dann schon welche haben. Und tuckern gleich mal rauf. Dann können wir auch gleich mal auf dem Raufweg mal feststellen, ob die Blinker gehen. Bremsen, ja, merkt mal, wie er hinten schön raufzieht. Dann also das normale Licht. Dann schauen wir auch gleich mal, ob der Attacher nachher auch noch passt. Fahren wir jetzt unseren Silo mal hier. So, mal schauen, ob mal hier was. Ja, wir können hier Gülle kaufen. Also 10.000 Liter gehen rein. Wir sehen, er wird ratzfatz voll. Und da können wir jetzt auch gleich hier das testen, wie der arbeitet. Aber wir wollen ja uns davor die Anschlüsse nochmal kontrollieren. So, dann sind wir hier. Der Attacher, da passt, die Anschlüsse passen auch. Wir haben jetzt hier hinten keine Uhr, aber wir haben jetzt hier eine Anzeige. Dann starten wir mal. Also bin auch dann gespannt, ob der wann da runter geht. Und wir sehen jetzt, wie der schön hier die Gülle verteilt. Finde ich, sieht auch ganz gut aus. Er wird auch nicht zu schnell leer, wie man feststellt. Und es wird schön animiert. Also wir fahren 17 km/h.
So, fahren wir jetzt mal rum. Und dann sehen wir das Ganze hier schön animiert. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.